Ja, hallo und willkommen zum nächsten Buch, was ich vorstelle. Freunde des gepflegten Computerschachs, all jene, welche es noch werden wollen. Ludwig Pachmann, Was El Hünmund, vielleicht wird das so ausgesprochen, Computerschach, Intelligenzduelle zwischen Mensch und Denkmaschine. Das Ganze ist von 1980, man darf da also nicht allzu viel von erwarten von dem Buch. Dann hier die Inhaltsangabe, erster Teil. Schachcomputer oder Meister oder Lehrling. Das geht natürlich eher um Großrechner gegen menschliche Spieler. Schachcomputer im Mikroformat, die wandern nicht so Spielstadt. Hier immer wieder zitiert hier der Schachtürke. Das erste Schachprogramm, was dann mit Turm und 1890, was da mit Turm König gegen Turm gespielt hat. Wie das hier steht, hätte das allerdings zu lange gedauert. Also die 50-Züge-Regel wäre schon überschritten gewesen, aber das war wohl eine rein mechanische Sache. War das wohl lästig, aber unerlässliche Mathematik. Ja, sowas hier, ja, so ist das für damals interessant. Wie arbeitet ein Schachcomputer? Erstmal so grundsätzliche Dinge, A-B-Strategie, also die Dinge hier, bis es dann irgendwann mal losgeht hier. Schachprogramme nehmen es mit Menschen auf. Ich könnte mir vorstellen, dass die Großrechner schon recht stark waren damals, auch 1980 schon, dass man da wohl starke Probleme gehabt hätte. Ich frage mich allerdings, wie jetzt dieser Chess-Großrechner gegen, ich glaube, der hat gegen das RISC-Modul sogar verloren. Das Bernstein-Programm Schwarz X. Was soll eigentlich X sein? X markierte Punkt oder was? Ist das sowas wie NN? No Name oder sowas? Zu erwähnen wäre noch in dieser Entwicklungsetappe die Arbeit der sogenannten Bernstein-Gruppe im Jahr 1957 und den darauffolgenden Jahren. Dieses Team hatte sich in erster Linie die Kürzung des Variantenbaums vorgenommen. Wie es seinen Schöpfern gelungen ist, kann der Leser anhand seiner Partie selbst beurteilen. Der Computer weiß, gibt auf, sein Programm weist noch zu viele Lücken auf. Das war halt einfach noch zu schwach. E4, E5, Läufer C4, B6. Anscheinend hat er schon keine Theorie mehr drin. Ne, Schwarz hat ja B6 gezogen. Okay. Ich weiß ja nicht, wo ich das gelesen habe, hier in diesem Buch hier. Da haben die gegen eine schwache Spielerin das Programm spielen lassen. So ein ganz altes Schachprogramm. Dann ist es heute abgefeiert, dass das gewonnen hat. Wettkampf der Giganten beginnt. Chess, der neue Star. Kaiser ist der erste Weltmeister. Die haben natürlich alle noch nicht so besonders stark gespielt. Ribbit gegen Chess 4.0. Die Revanche gelingt. Ja, ist auch diese Partie drin zwischen David Levy und hier Chess.4.8, wo er das Königsgambit gespielt hat. Das ist hier, ich hoffe, man erkennt das einigermaßen im Video. Die hat er dann Remis gemacht, die ist dann Remis ausgegangen. Hier sieht man ein Foto hier, Ludwig Pachmann und ihn hier. Großmeister Pachmann bei der Generalprobe in Hamburg, die Simultanvorstellung des Schachcomputers kommentierend. Ich meine, von dem Ludwig Pachmann, ich meine diese Bücher, die ich habe, oder ich habe ja nur noch eins davon,
Eröffnungspraxis im Schach, Mittelspielpraxis im Schach und Endspielpraxis im Schach. So kleine Taschenbücher waren das, so verschiedenfarbig. Die müssten auch von dem gewesen sein. Von Ludwig Bachmann. Hier noch Danke, weil ich das Buch da bestellt habe. Mir ist das gar nicht aufgefallen. Dass ich hatte das andere Buch, Schachcomputer Report 84, das war auch hier von ihr. Vize-Weltmeister Kortschnull bietet der Maschine Einhalt. Ja, die waren einfach noch zu schwach damals für solch starke Spieler. Die Konkurrenz unter Programm wird immer härter. Chess wird von Bell besiegt. Neuesten Wege der B-Strategien. Ja, das waren früher noch die Großrechner. Da folgte dann Hightech, Cray Blitz und Deep Sword und dann ja die Blue, ne, Deep Sword 2 und dann die Blue. Der Mensch lernt die Maschine nicht. Das ist hier. Ja, das Buch ist halt schon sehr alt hier. Soll man da sagen, da war das ja noch der Fall heutzutage. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hätten die Leute sich nie vorstellen können, dass ein Großmeister mal oder gar ein Weltmeister gar keine Chance mehr gegen die Computer hat. Nicht dagegen gewinnt, sondern gar keine Chance mehr hat. Chess Challenger 10. Den habe ich auch. Ein bisschen schade ist allerdings, dass man da nicht rochiert. Also hier ist ja nochmal das Chess Challenger 10. Wo so groß kommen die Figuren gar nicht vor. Die ich habe. Ich muss immer mal gucken, was man hier alles sieht. Dann hier auch noch ein paar. Hier Boris. Hey, letztens, die sind vor 350 Euro auf eBay. Hier die Karte hat sie mir dabei gegeben, so eine Schachkarte. Endlich hat die Anna das Buch mal abgekauft, was schon hier, keine Ahnung, 20 Jahre im Regal steht da. Hier wieder ein Schachcomputer. Die sind mir einfach, die sind mir einfach zu spielschwach. Ach, den habe ich ja schon mal gesehen. Da sieht man noch sicher, dass das nicht die Originalfiguren waren. Da habe ich so ein Video gesehen mit so einem Selbstzieher. Und den hat er gegen den hier spielen lassen. Da waren aber so Plastikfiguren drauf. Und der hat die so hin und her gerührt auf diesen so ganz fein, meine ich nicht hin und her gerührt, als wäre das hier, keine Ahnung, 100.000 Euro Schachcomputer, was auch immer hier. So hat er so ganz immer fein, so ganz hin. Das sollte beweisen, dass die AI auch gegen so einen schwachen Schachcomputer nicht total den ja, über den Tisch zieht. Aber meine Meinung zu AIs kennt ihr ja. Ja, mal, das ist jetzt auch nicht gedacht, dass ihr das ganze Buch jetzt hier per Video durchlesen könnt. Zweiter Teil, Ludwig Bachmann. Oh, da hat Ludwig Bachmann auch sogar mal mitgemacht. Hier sieht man Ludwig Bachmann mal kommentieren. Für mich war das früher einer meiner Lieblingsgroßmeister, Ludwig Bachmann. Bachmann. Chess Challenger 10, ja gut, das ist natürlich jetzt nicht hier so der Knaller. Ich erkläre die Partie als für dich verloren. Ja, die haben wir selber nicht aufgegeben, die Teile. Dann hier Königsgambit gegen Challenger. E4, E5, F4, E5, schlägt F4, D4. Das Steinitz-Gambit, kann ich gar nicht. Dame H4 Schach, König E2, Dame G4 Schach, Springer F3. Was ich mal gesehen habe, Rüdiger Steinke meinte mal zu mir, hätte gespielt E4, E5, F4, D4, D5 und dann D4. Da mal gespielt. Alles klar, das nur war mal gegen Chess Challenger 10 natürlich gewinnt, das sollte ja wohl klar sein. Königsgambit mit Fischer, McHack, die nächste Computerpartie. Da waren die Computer einfach noch nicht stark genug. Benoni-Eröffnung. Chess 4.6. Die waren halt alle einfach zu schwach. Selbst die Sword hatte nicht automatisch gegen die Großmasse gewonnen. Der erste, der rauskam, und da kam erst viel später. Chess 4.8 Kortschnoi. Ja, die haben natürlich alle abgelost. Gegen Hübner. Ich glaube, das wäre beinahe für die schon eine Schande gewesen, wenn die gegen so einen Computer verloren hätten. Die Levy-Wette, ja, der hat ja einen gewissen Betrag gewettet, ich weiß nicht, für 10 Jahre oder was, dass kein Computer ihn schlägt in dem Wettkampf. Hm. Die hat ja, das war das Nichtstun, was er quasi gemacht hat. Er hat eine Festung aufgebaut und hat die Computer dann ins Leere laufen lassen. Das ging gegen Deep Sword, ging das dann nicht mehr.
diese Strategie, weil gegen Deep Sword hat er einfach alle vier Partien verloren. Wenn er nichts gemacht hat, hat eben, also zu wenig gemacht hat, dann hat Deep Sword eben was gemacht. Das war da nicht so gesund für ihn. Ich nehme an, die Partien waren bestimmt alle für den Computer gewonnen. Lettisches Gambit, oh, da steht da sogar ein Gambit hier. Wo die Partien ja recht lange gingen. Er hat sie also nicht hier den Großrechner über den Tisch gezogen, ja auch aufgegeben. Chess 4.5. So, Computer gegen Amateure. Barbara Hund, war die nicht später auch hier Großmeisterin? Weiß gegen Schwarz. Wer hat denn da gewonnen? Mal gucken. Matt im nächsten Zug. Läufer C8. Ach, das hat sogar der Computer gewonnen. Chess 4.5, Fenner. Diesmal guckt das mal an, weil ich auch weiß, wer dann gewonnen hat hier. Hat auch der Computer gewonnen. Also, das ist sie, die waren schon recht stark, die Teile. Gut, waren natürlich hier Großrechner. Leser der Computerwoche. Mehek. Also hier. Ich möchte nicht mit meinen Griffen im Weg sein hier. Dann hier, ich weiß gar nicht, was ich groß dazu sagen soll hier. Nimmt Switch Öffnung. Die habe ich auch damals auch schon mal gespielt. E4 Springer C6, da macht man einfach Springer. Hier übrigens also Springer F3 UC, D4, D5 Springer C3. Das hätte ich auch als den besten Zug irgendwo mal gelesen. Da wird das quasi nach E6 ist es quasi eine Art Französisch mit Springer C6. Vielleicht wird hier mal was sehen hier. Der doofe Lippo ist immer um seinen Finger im Weg. Das war es dann auch schon. Das war ein recht dünnes Buch hier. Da sieht man hier, wie er gegen den Computer gespielt hat. Mit diesem Roboterarm hat der Computer seine Züge ausgeführt. Und das war es eigentlich auch schon. Ich hole mir ab und zu mal ganz gerne Schachcomputerbücher. Die waren noch recht dünn damals. Ist erstaunlich, wie viele Bücher es gegeben hat. Ich meine, so riesig waren die Figuren aber auch nicht. Was hat der Figuren da drauf gestellt? Was ist das denn? Hat der Turnierfiguren auf diesem kleinen Gerät aufgebaut? Also normalerweise die Figuren waren natürlich nicht so riesengroß. Das ist irgendwie so recht merkwürdig, muss man ehrlich sagen. Hat er nicht mehr die Originalfiguren gehabt? Hilfe. Das sind auf keinen Fall... Ich hab den ja, also das sind nicht die Originalfiguren. Die Originalfiguren, das sind hier... Hier, die hier. Aber die sind auch nicht so riesengroß. Deswegen... Weiß ich auch nicht. Das heißt, die Originalfiguren sind natürlich von der Grundfläche nicht größer als die Felder. Deswegen, weiß ich, warum man das da aufgefallen hat, weil das besser, wie besser gefallen hat im Bild. Was ja, auf jeden Fall war das für dieses Buch hier. Ich finde, es ist ein nettes Büchlein. Kann man schon mal machen. Damit bedanke ich mich, verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.